Das ist wirklich krass und das Ganze ist wirklich kein Clickbait. Die SPD steht in Thüringen ohne Kandidaten zur Wahl da. Denn was haben sie gemacht? Die SPD-Stadträte haben zusammen mit der AfD gearbeitet, also eine Zusammenarbeit zwischen der SPD und der AfD. Und daraufhin wurden sie jetzt alle, die da zusammengearbeitet haben, einfach suspendiert. Und jetzt ganz interessant, dadurch steht die SPD bei der kommenden Wahl ohne Kandidaten da und kann eben nicht mehr gewählt werden. Und das ist natürlich sehr krass, weil da zeigt sich ganz klar, dass es der SPD wichtiger ist, dass sie wirklich in keinerlei Verbindung mehr mit der AfD überhaupt irgendwie geraten, als überhaupt noch bei der Wahl hier überhaupt anzutreten, geschweige denn einen Erfolg zu erzielen. Kommentieren Sie mal zu dieser Aktion, auch zur Suspendierung daraufhin, Ihre Meinung und abonnieren Sie mich kostenlos, um kein Video mehr zu verpassen.